Für Weizen steigt der Preis gerade. Preise sagen, warten auf Akzeptieren des Spielhosts. Oh, ist das schon wieder ausgestellt? Glaube, das speichert sich irgendwie nicht. Das ist bescheuert, ist das. Ich gerade wieder losfahren. Chronisiere. Starten. Holy shit. Irgendwas ist hier passiert. Gut oder schlecht? Ich habe die Vermutung, ich darf die Felder alle nochmal neu verbinden. Ja. Und auf dem einen Feld hier ist Gras angesät, wo kein Gras zu sein hat. Und So, boah, was ist denn hier passiert? sowas Boah. standardmäßig. Brech ins Essen. Das schaut nicht gut aus. Auf 43 ist auch wieder Gras angesät, oder? Ja. Irgendwie alles, was wir letztes Mal gesät haben, ist nicht da. Mal die Felder uns auch gar nicht mehr gehören. Genau, Warte mal, mal davon das. abgesehen. Da stimmt irgendwas nicht. Das kriegen wir auch wieder hin. Ja, Bäume sind auch wieder da. Ne, da ist irgendwas. Something wrong. Kriegen wir alles wieder hin. Mal wahrscheinlich noch mal rausgehen, oder? Auch kannst du tun, was du willst. Ich schmeiß mir gerade Notepad++ drauf, dann kann ich im Career Safe Game ein bisschen geordneter gucken und eventuell das mit den Feldern so wieder umstellen. Ich glaube, dass du das, was angepflanzt ist, nicht ändern kannst. Ja, nee, so können wir das auf keinen Fall lassen. Meine Silos sind alle leer. Bei der Biogasanlage. Und ich wette mit dir, du kannst es auch nicht im Dingsens einstellen, weil das nämlich nicht damit zu tun hat, glaube ich. So. Das ist beim Alten. Ja, das schaut doch gut aus. Auf jeden Fall besser als vorher. Und man hat nicht ein Hintergrundbild. Ja. Stimmt, da. Hintergrundbild ist auch wieder da. Blöde Walze. Ich weiß nicht, ob das ein Mod war. Synchronizing Datas. Also ich habe die nämlich im Singleplayer gehabt, damit konntest du quasi alle Bodensorten, also du konntest mit der Walze im Beton quasi aufzeichnen, also du quasi konntest die Farben ändern, du konntest Beton, Felder,
Alles konntest du damit quasi anmalen. Du kannst Ackerflächen quasi bemalen und du kannst eben auch einstellen, dass das Gras nicht mehr nachwachsen soll. Ich weiß auch genau, wie sie ausschaut, aber ich weiß leider nicht genau, unter was divers ist. Also ein Und ich bisschen dunkel. glaube, es war vielleicht sogar die erste. Genau, die erste, diese bei divers ist die erste Walze, das müsste die gewesen sein. Bin ich mir zu 75% sicher, dass das die ist. Ich sehe einfach nichts. Ich bin Bärenarsch. Ansonsten müsste ich dann nochmal nachschauen, wie es im Singleplayer hieß. Aber die sah Biete auf das jeden Ding Fall jetzt so aus. einfach mal und Genau. Normal, glaube ich, konnte da mal mit Z oder sowas quasi die Einstellung ändern, was rumkommen soll dabei. Vielleicht geht es auch bei der Variante nicht. Also irgendwas wächst hier, nur ich sehe einfach nichts. Es ist gleich wieder Tag. Ja. Alter. Ich kann auch nur raten, wo ich lang fahren muss. Ich sehe auch nichts. Also ich sitze jetzt, glaube ich, in meinem. Ja, im Häcksler sitze ich. Im Drescher. Muss nur warten. Ich kann, glaube ich, nur noch Feld 20 machen. Also abernten und dann muss ich schon wieder los. Was ist doch lange genug weg. Ja. Gibt immer noch Sachen zu tun. Bunkersilos fermentiert. Jan. Alter, die Preise sind gerade richtig hoch. Viele Sachen. Ich bin auch gerade schon am Silage verkaufen. Vielleicht gleich mal Getreide verkaufen. Ja, was ich hier überhaupt gelagert gekauft habe. Jetzt wird schon langsam wieder Tag. Dann seht ihr auch mal wieder was. Die Biogasanlage ist schon ausgeleuchtet. Es stehen überall Lichter rum. Gut, ich mache ja auch den Strom dafür. Können die auch laufen. Und um 5:30 schalten sie die Lampen aus. Glaube, wir können wieder die Zeit runterstellen, oder? Na sofort. Ich will noch eben das letzte Stück fahren, bevor ich ins Menü springe. Du musst dich beeilen, die Zeit, das Geld geht runter. Für was? Für meine Silage. Kannst die Zeit da wieder stoppen. Ja, sofort. Ach so, das meinst Da du geht's so, gerade ne? drum.
Ich hätte dir die kleine Halle auch noch daneben quetschen können, das hätte nur ein bisschen komisch ausgesehen. Ist okay. Das ist in Ordnung so. Ja, ja, passt perfekt. Alter, wie Betriebskosten Gebäude war, ey. Fahrzeuge Betriebskosten 170 ist auch noch dazwischen. 170? Ja. Ist irgendein Fahrzeug nicht zugeordnet? Also das ist, glaube ich, meins. Ja. Gut weg. So, Einnahmen. Einnahmen BGA 2. Hä? 2? Ja, die letzte Position auf der Liste. Okay. Ah ja, ja weil, weil dann der Silo voll war. Ja, da. Das Silo voll war? Das Silo voll war. Im Grund hat mein Dings gerade geflackert. Mein Bildschirm. Okay. Also ein Tablet meine ich. Merkwürdig. Also das Einzige, was ich mit dieser Walze und dem Gras machen kann, ist es mähen. Also es ist danach kurz. Aber hast du da nicht irgendwelche Einstellungen? Das ist. Gibt es nicht. Dann war das ein Mod. Die brauchen wir. Die brauchen wir, die suche ich dir auch raus. Enter. Bei mir ist meine Wand auch wieder da. Ja, habe ich den gestellt. Okay. A New Holland ist im Sonderangebot. Ah, alle New Hollands. Holy shit. Okay. 15%. Habe ich kein Geld für. Ich habe 87.000. Das Problem ist, ich will eigentlich auf einen größeren Traktor sparen. Junge, sind das viele Sachen. Mhm. Komplettes New Holland Paket. Aber selbst der kostet noch 200.000. Zu wenig Geld. Ich mach das schnell wieder weg und vergesse einfach das, was im Angebot ist. Preis ist am Sinken. So. Haben wir jetzt, weißt du, ob sich das jetzt irgendwie auf Multiplayer übertragen hat? Das, was ich gemacht habe? Ja, und die Walze, also ob die auch im Multiplayer jetzt funktionieren würde. Ob die im, nee, ich habe eine Meldung gekriegt, dass wenn ich Multiplayer starte, dass da was nicht mit stimmt. Mhm. Und somit hat das quasi keine Funktion im Multiplayer. Ich müsste es quasi immer im Singleplayer machen, abspeichern, Multiplayer mit dem Savegame starten, dann funktioniert's. Mhm. Aber weil du hattest doch hier jetzt eine Walze gemietet, hast du die schon wieder zurückgegeben? Ja. Ah, okay. Aber ausprobiert hattest du es nicht, oder? Nee. Slash ist da jetzt noch drin. Okay, noch ein bisschen über 100.000. Und hier haben wir noch 351.000. Gut. Wachstumszustand.
Okay, deine Felder sind erntereif. Soll ich mir den Drescher vom Jan schnappen und bei dir ernten, oder? Das musst du selber wissen, wenn du da Lust zu hast. Aber meine Felder sind noch nicht so weit. Hätte ich quasi gerade Zeit. Damit ich auch mal einen Drescher von innen gesehen habe. Aber ich glaube, da musst du mich erst auf den Drescher noch drauf lassen. Heilung, Fahrzeuge. Oh Gott, welcher ist denn das? Aktiver. MF Aktiver 7347S. Ja, keine Ahnung. Du schon wieder Probier am mal. Umziehen, oder wie? Probier mal, ob du jetzt reinkommst. Ja, bin drin. Ja, bin ich. Allerdings hat der gerade sein Feld angefangen, aber ich lege das einfach in seinen Hänger rein und dann mache ich bei dir weiter, oder? Ja. Übernehme mal diese blöden Betriebskosten, wo auch immer die zugehören. Ja, er braucht definitiv einen größeren Drescher. Echtzeit? Ja. Ups. Also das. Weil du gerade noch nicht wieder da warst. Achso. Alter. Den Frontlader ganz normal abzustellen, das ist auch eine Kunst. Ja, entweder kippt er zu weit nach vorne oder nach unten. Ja, bei mir bleibt das Ding immer hängen, wenn ich rückwärts fahre. Raste gleich aus, das war doch sonst nicht so schwer. Ganz ruhig, einmal tief durchatmen. Oder dran lassen. Bräuchte dann bei dir irgendwie mal einen Hänger, wo ich das Ganze reinkippen kann. Oh fuck, ich hab keinen, der leer ist. Oh. Einmal überfahren und ich bin voll. Oh Mann. Ich bin ein bisschen genervt gerade.
genau. Dann muss ich kurz cheaten. Das nützt nichts. Cheaten? Ja. Was will er sich denn ercheaten? Nein, nichts ercheaten. Abcheaten? Ach, weil du in beiden Hängern Hackschnitzel drin hast. Ja. Bring ich das einmal hier ans Bauernhof. Gott, ist das Ding langsam. Das Einzige, was sich trotzdem irgendwie zurückgebackt hat, es stimmen zwar die Felder alle, aber der Baum hier steht wieder, den du eigentlich schon abgeerntet hast. Was? Böser Baum. Muss ich mich ja nochmal um den Baum kümmern. Hast du die Zäune jetzt manuell wieder selber gesetzt dann gehabt? Boah, nee. Ich hab quasi nochmal die Originalkarte genommen und alles nochmal. Nochmal von vorne gemacht. Nochmal richtig quasi, okay. Ist wahrscheinlich deswegen der Baum noch hier. Hatte ich den schon weggenommen? Nicht, dass ich mich dran erinnern kann. Welchen? Ne, hier bei mir, also auf meinem Hof. So. Ja, dann rupfe ich den noch wieder weg, das ist ja kein Problem. So, Frontlader die zweite. Oh. Bleibt da jetzt stehen. Steht das Ding mitten auf dem Hof, ey, ich raste aus. Kann nicht so schwer sein. Passt. Das Ding wird gleich verkauft, ich hol den alten wieder. Meinst du den alten Traktor oder den alten? Nee, Frontlader? Ich hatte den kleineren Frontlader und mit dem hatte ich hier wenig Schwierigkeiten. Und mit dem Ding hier ist das immer. Okay. Übelst der Kampf. Okay, interessant. Nee. Weil ich habe nämlich eins? Gar keine Probleme damit. Vielleicht gibt es wirklich Unterschiede von der Größe des Traktors, dass die dann unterschiedlich passen, aber. Den kommt jetzt weg, sonst raste ich gleich einfach aus. Der Gerät jetzt auch noch ein bisschen schneller fahren würde. Gesundheit. Ach, danke schön.
Och Mann.